Sie haben richtig gute Laune derzeit bei Bayer Leverkusen. Na klar, 4 Siege in Folge, 10 von 15 Spielen unter Peter Bosch gewonnen und 2 Spieltage vor Saisonende die Champions League quasi vor Augen. Ich wäre nicht ein ehrgeiziger Sportmann, wenn ich das darauf verzichten würde. Und na klar, träumen wir davon. Zur Winterpause fast schon hoffnungslos hintendran. Plötzlich voll im Rennen um die Königsklasse. Tabellenplatz 5, punktgleich mit dem 4. Eintracht Frankfurt. Wir wissen natürlich, wo wir jetzt stehen, was wir am Sonntag geschafft haben, dass wir noch vielleicht den Zugriff haben für die großen europäischen Plätze. Und alle sind natürlich gespannt und ehrgeizig, dass wir die Endspur noch liegen, was wir uns vorstellen. Und sieht gut aus beim Training. Also alle sind froh und warten auf das Spiel am Samstag. Dann trifft Bayer zu Hause auf Schalke 04. Laune ist gut, natürlich die Erwartung steigt ein bisschen in jeder Kopf und es tut einfach gut, na klar, muss man gar nicht erklären. Ja. Das drittbeste Team der Rückrunde und in diesem Kalenderjahr nach dem FC Bayern mit den meisten Toren. Ein Heimsieg gegen Schalke und man würde auf dem besten Weg in Richtung Champions League bleiben.